Oh Mensch, das tut mir leid, dass ich jetzt hier so reinplatze. Aber wir haben da draußen leider ein kleines Problem. Der Fahrer des Wagens mit dem Kennzeichen, Kölner Kennzeichen JK568, ist der hier. 568, JK. Ach, Sie sind das. Mensch, Sie hatten das Licht an Ihrem Fahrzeug brennen lassen. Das hätte die Batterie bestimmt nicht mehr lange mitgemacht. Und das im Halteverbot. Oh, das hätte unangenehm für Sie werden können. Aber keine Sorge, dafür sind wir schließlich da. Ich habe kurzerhand die Seitenscheibe eingeschlagen. Ja, ich meine, was soll ich denn machen? Die Tür hatte er ja nun sinnigerweise abgeschlossen. Das muss ich mal vorstellen. Lässt das Licht brennen und schließt auch noch die Tür ab. Also, wollten Sie nicht, dass man Ihnen hilft? Und kaum habe ich die Tür auf, geht auch noch die Alarmanlage los. Also wozu das denn? Wozu denn eine Alarmanlage bei Ihrem Fahrzeug? Was wollten Sie da überhaupt sichern? Und nirgendwo ein Schalter, um das wieder auszustellen. Glauben Sie nicht, dass ich da irgendwo einen Schalter finde? Nee, ich bin da am Rumwühlen. Das ganze Armaturenbrett hatte ich schon raus. Nichts. Ich denke bloß, keine Zeit verlieren. Gleich raus, Motorhaube auf und das ganze Kabel aus der Batterie gerissen. Und dann war das die Benzinleitung. Also wie kann man denn bitte auch die Benzinleitung an die Batterie anschließen? Was Sie sich dabei gedacht haben, möchte ich wirklich wissen. Das lief doch nur so raus, alles auf dem Boden. Was meinen Sie, wenn das ins Grundwasser gelangt wäre? Da hätten Sie aber zahlen können, nicht? Aber keine Sorge, ich konnte gerade noch ein Streichholz dazwischen schmeißen. Und so zumindest das Schlimmste verhindern. Nicht? Mensch, ich wollte Ihnen das auch nur gesagt haben. Nicht, dass Sie nachher Ihr Fahrzeug suchen. An der Farbe jedenfalls werden Sie es nicht wiedererkennen. Nicht? Ja. Ja, tut mir leid, dass ich das jetzt hier so ein bisschen unterbrechen muss, aber sehen Sie, auch hier, damit alle Beteiligten, die hier, die Zuschauer bei so einer Karnevalssendung ohne Schaden davonkommen, müssen wir uns doch so an ein paar Verhaltensregeln halten. Dafür sind wir von der Polizei schließlich da. Deswegen zunächst mal meine Frage an Sie. Mensch, haben Sie sich denn untereinander auch schon mal so ein bisschen kennengelernt? Mal so die Nachbarn angesprochen, nur mal so was guten Tag gesagt. Ach, sehen Sie, wir machen das eigentlich grundsätzlich bei Großveranstaltungen. Das senkt gleich schon mal so ein bisschen das Konfliktpotenzial. Nicht, mit wem man sich schon mal erhalten hat. Ja, da beschwert man sich vielleicht einmal weniger, wenn der dann vielleicht so ein bisschen nach Achselschweiß riecht oder so. Nicht? Also, ich würde sagen, machen Sie das ruhig mal. Drehen Sie mal zu Ihrem Nachbarn um. Da kann man doch mal ein kleines Gespräch beginnen. Ich weiß nicht, warum haben Sie eine Brille auf? Brauchen Sie die wirklich? Nicht? Oder weiß ich, ja, mich und, oder haben Sie Übergewicht? Ne? Sieht man doch häufig sogar. Wann waren Sie das letzte Mal beim Friseur oder wo sind Ihre Haare geblieben? Ne? Warum gucken Sie so streng? Wurden Sie geliftet? Ich meine, nur so als Anregung. Ne? Machen Sie das mal. Also drehen Sie sich einfach mal zu Ihrem Nachbarn um, sagen Sie kurz Hallo und wünschen Ihnen einen schönen Abend. So, alle jetzt. Los, zack, zack. Ja, los. Auch da hinten. Und nicht gerade zum Ehepartner. Nehmen Sie die andere Seite. Nicht? Sehen Sie, so ist doch besser. Bis zum Gespräch kann man doch mal fortsetzen in der Pause. Wer weiß, vielleicht fahren Sie schon nächstes Jahr zusammen in Urlaub. Nicht? So, aber den einen oder anderen von Ihnen möchte ich auch ganz gerne mal kennenlernen. Ich komme einfach mal zu Ihnen runter. Nicht, dass Sie denken, das ist so harmlos heute, was? Ich komme hier einfach mal runter. Ja, Mensch, fangen wir doch mal bei Ihnen an. Ne? Haben Sie gedacht, setze ich mich ein bisschen weiter nach hinten, wird schon nichts passieren, was? Ja, wie blöd muss man sein, nicht? Ne? So, wie ist denn Ihr Name, wenn ich fragen darf? Willi. Willi. Mhm. Und woher kommen Sie, Willi? Euskirchen. Von was? Euskirchen. Euskirchen. Oha, das darf man hier gar nicht laut sagen, ne? Kennt das hier jemand, Euskirchen? Tatsächlich, ist bekannt. Alle kennen das, keiner will da so genau hin, ne? So, ich notiere mir das mal. Wunderbar. Was machen Sie beruflich? Rentner. Ach, das ist für Sie ein Beruf. Ja. Oh, das ist ja schön, ne? Ja, da haben wir doch einige Berufstätige heute unter uns, glaube ich. Ne? So, Willi, aber das soll mir auch schon mal reichen. Sehen Sie, ist doch gar nicht so schlimm, ne? Ich habe das mal vermerkt hier. So, gehen wir auch noch mal zu Ihnen. Oh, was haben Sie denn da? Leichte Schuppenbildung hier, was? Haben Sie das schon länger? Tatsächlich.
Tja, Mensch, sollten Sie vielleicht mal das Haarshampoo wechseln, was? Einen Moment. Oha! Das ist ja umso schlimmer. Hey, da braucht man ja nur noch mit dem Waschlappen rübergehen bei Ihnen, was? Ja, das ist doch herrlich. So, wunderbar, ich notiere das hier gleich mal. Schuppenbildung beidseitig. Sind Sie die Ehefrau? Ja. Tatsächlich, da lachen Sie noch. Mensch, hören Sie vielleicht auch ein bisschen drum kümmern sollen, nicht? Lassen Sie Ihren Gatten so ins offene Messer hier laufen. Ich mache hier gleich mal ein Vermerk. Ehefrau zickig. So, aber das reicht mir auch mal. Wir gehen hier auf die andere Seite auch noch mal. Nicht, dass Sie denken, dass Sie hier nicht reinkommen. Nicht? So, gehen wir noch mal zu Ihnen. Darf ich Sie noch ansprechen? Wie ist Ihr Name? Meier. Hm? Und der Vorname? Peter Meier. Hm? Wunderbar. Notiere das mal. Herr Meier, verhüten Sie. Ach, Sie haben ganz aufgehört. Ach so. Na. Entschuldigen Sie, Herr Meier, ich wollte nicht indiskret sein. Nicht? Ich hätte es natürlich sehen sollen. Nicht? So, ich mache hier mal einen Vermerk, Herr Meier. Irgendwann muss das Kudu unter der Backdecke aufhören, haben Sie vollkommen recht. Nicht? Ich mache hier mal einen Vermerk, zeugungsunwillig. Nicht? So, wunderbar. Nicht? Haben wir das auch notiert? So, wir gehen auch hier noch mit. Sie haben sich richtig schick gemacht heute. Tolle Wetter. Nicht? Finde ich schön. So extra für... Tatsächlich, nicht? Ja, so extra für den Karneval hier. Wunderbar, nicht? Und warum haben Sie sich keine Mühe gegeben? Ja, ach, das meinen Sie, nicht? Okay, wunderbar. Ich vermerke das auch gleich mal hier nachlässig. Nicht? So, aber gut, ich glaube, das sollen wir auch... Mensch, oh, Sie haben auch schon einen reich glasigen Blick hier. Sie drücken schon hin und her, was? Ist noch alles gut bei Ihnen? Müssen wir nicht eingreifen. Alles gut, nicht? Gut, ich mache hier mal schnell einen Vermerk. Ich meine, ist ja kein Thema. Sie können heute beim Karneval natürlich gerne ein bisschen was trinken. Macht überhaupt nichts. Ich mache mal nur einen kleinen Vermerk hier. Alkoholiker. So. Und Sie sind die Betreuerin? Ah ja, gut. Wunderbar. Haben wir das auch gleich. Nicht? Ja, wunderbar. Nicht? Aber gut, ich meine, das soll mir... Oha, der Herr, Sie haben sich aber auch einen schönen Bart wachsen lassen hier, nicht? Donnerwetter. Ja, er hat sich einen schönen Bart wachsen lassen, nicht? Donnerwetter, Mensch, ich notiere mir das gleich mal. Ja gut, das ist ja... Ich mache das ganz gern, weil man so ein bisschen Fell um den Mund hat, nicht? Und Sie sind die Ehefrau? Noch nicht, aha, gut. Aber immerhin, nicht, die Lebensgefährtin, ja gut, ich meine, nicht, wenn man keinen Hund will, nimmt man einen Mann mit Bart, nicht? So, aber... Nicht, das soll mir auch erstmal reichen, Sie sehen, Mensch, man kann auch mit den Leuten so ein bisschen nett ins Gespräch kommen einfach, nicht? Tja, aber, liebe Bürger, nicht, wir wollen uns heute auch so ein bisschen hier... um ein bisschen Ordnung kümmern. Sehen Sie, wir von der Polizei sind auch dafür da, auch hier so ein bisschen die Konflikte zu minimieren. Sehen Sie, so ist es heute. Neue Medien, Technologien bestimmen ja immer mehr unseren Alltag. Gerade für ältere Menschen ist das nicht immer leicht. Bezahlen mit der EC-Karte an der Kasse, Geldautomat, Fahrkartenautomat, Online-Banking und so weiter. Und ständig braucht man jetzt ein Passwort. PIN-Code, TAN-Code, überall Code, ist doch scheiße. Hey. Ja, und möglichst lang und kompliziert muss das Passwort auch noch sein. Nicht klar, das ist natürlich der beste Schutz für Ihr Konto. Dann ist es zumindest schon mal vor Ihnen selbst sicher. Hey. Ja. Darauf müssen wir uns heute einstellen, nicht? Aber ich meine auch im Auto, nicht? Überall Elektronik heute, das sind ja rollende Computer mittlerweile. ABS, ESP, das kennen Sie. Jetzt Spurhalteassistent, Abstandsradar. Sogar einparken können einige Autos jetzt schon ganz selbsttätig. Ja, ich meine, da fragt man sich doch irgendwann, warum fahre ich überhaupt noch mit? Soll der Wagen doch ohne mich zur Arbeit fahren. Ich muss da nicht hin. Hier und die Schwiegereltern kann er von mir aus auch gleich alleine besuchen. Ne? Die Navi kennt ja den Weg. Ja, da fühlt man sich irgendwann überflüssig. Aber andererseits wissen die Selbstmenschen, manche von diesen elektronischen Helferlein sind natürlich doch verdammt hilfreich. Möchte man nur noch ungern von lassen. Zum Beispiel gerade auch die Navigation im Auto. Ne? Mensch, die sagt einem, wo es lang geht und ist auch noch einfach zu bedienen. Was wir
ja, festgestellt haben bei der Polizei. Man kann da ja einstellen bei diesen neuen Geräten männliche oder weibliche Stimme. Die meisten Männer wählen die weibliche Stimme. Nicht, obwohl sie doch eigentlich noch wissen müssten, dass eine weibliche Stimme sie vor Erfindung der elektronischen Navigation noch nie sicher ans Ziel gebracht hatte. Ja. Ja, Sie protestieren ein bisschen spät, meine Damen. Jetzt wurden Sie durch eine kleine Schachtel ersetzt. Ja, aber die Männer mögen das irgendwie nicht, diese weibliche Stimme. Gut, toll ist natürlich, jedermann weiß das, toll ist natürlich bei so einer weiblichen Navigationsstimme, dass man als Mann endlich mal das Gefühl hat, Mensch, vernünftig mit einer Frau kommunizieren zu können. Wann hat man das sonst, dass eine Frau mal nur das sagt, was wichtig ist? In aller Kürze, nach 100 Metern rechts abbiegen. Fertig. Mehr muss man auch nicht wissen. Mich, da kommt dann nicht nur, oh Schatz, wenn du schon gerade unterwegs bist, kannst du doch noch mal schnell beim Getränkemarkt vorbeifahren und ein paar Kisten Wasser holen. Die Reinigung liegt doch auch gleich auf der Strecke. Und wenn du so lieb bist, vielleicht die Kinder gleich noch vom Kindergarten. Nein, nicht bei der Navi-Frau. Die ist zurückhaltend, höflich. Die weiß, was sie einem zumuten kann. Und herrlich doch auch, die redet mit einem, erwartet aber überhaupt nicht, dass man auch antwortet. Wie schön ist das denn? Auch keine lästigen Nachfragen, so wie, wie viel andere Navis hattest du schon vor mir? Waren die auch so berührungsempfindlich? Nix. Die kriegt auch sonst nichts mit. Gar nichts. Das ist herrlich. Also, ich habe das mal ausprobiert. Also mal nur so zu Testzwecken. Während der Fahrt eingeschaltete Navi einfach mal so einen ziehen gelassen. Bringt die nicht vom Kurs ab. Keine Neuberechnung in Gang. Ich sag Ihnen, andere Beifahrer, die kommen da ziemlich schnell ins Schleudern. Das ist schon eine schöne Sache. Und herrlich doch auch, Mensch. Selbst wenn Sie sich Ihren Anweisungen widersetzen und einfach mal ganz frech woanders längs fahren. Die Navi-Frau bleibt ruhig. Kein Gemecker, kein Türknallen, im Gegenteil. Die ist flexibel, ist bemüht, neue Lösungen zu finden. Und am Ende heißt es dann noch, Sie haben Ihr Ziel erreicht. Wann hat man so einen Satz je von seiner eigenen Ehefrau gehört? Ja, sehen Sie, es muss auch eine Ehe gepflegt werden. Deswegen muss man so ein bisschen Rücksicht aufeinander nehmen. Ich sage immer, Mensch, Sie wissen es, auf die Dauer können sich doch selbst kleinste Mängel in einer Ehe zu Riesenschäden auswachsen. Nicht, bis es dann irgendwann knallt. Und das will man nicht. Im Grunde genommen ist das wie in der Ehe wie mit einem Auto auch. Das muss auch regelmäßig gewartet werden. Da gibt es klare Vorschriften, der TÜV wacht darüber. Tja, da ist es im Grunde genommen einfach, da weiß man, was man zu tun hat. Aber beim Ehepartner, da stehen Sie irgendwann ganz alleine davor. Wenn der so in die Jahre kommt, seine Macken kriegt, meist sieht man ja schon von außen. Wirklich neu ist der nicht mehr. Früher eher kompakt, sportlich, heute Großraum. Die Pumpe fängt an, Geräusche zu machen. Morgen springt er nicht mehr richtig an. Der Akku ist leer. Einige Aggregate sind schlaff geworden. Materialermüdung. Der Spritverbrauch steigt. Irgendwann dann auch Undichtigkeiten in der Abgasanlage. Tja, da fragt man sich als Ehepartner natürlich, Mensch, lohnt sich die Reparatur überhaupt noch?